Zeigt mal her, Freunde. Packt mal aus. Der einzige Grund, warum es hier gerade nicht tut, ist, dass sich zwei Ratten auf eine eingefressen haben. Und die dann nicht wirklich zu was kommt in der Zwischenzeit. Aber auch nicht wirklich schwächer wird. Deswegen lasse ich das mal fast so laufen, weil... Was passiert hier großartig gerade? Das Ganze wird nur weitergehen, indem entweder irgendwann der Marder kaputt geht, oder der Marder es tatsächlich schafft, einen Konterangriff zu machen, kurz nachdem irgendjemand leer ist und selbst sich jemanden knuspert. Solange so viele Verteidigungstruppen da sind, wird das auf jeden Fall nichts. Da könnte es noch so sehr mehr werden. Aber wie gesagt, dieser komische Bug, der tritt bei mir echt nicht mehr auf. Das ist ganz lustig. Ein Brüller. Da ist wieder offen, aber ja, da kommt viel zu viel rausgespült. Wie so eine Ameisenkolonie auf Speed. Als wäre so eine Ameisenkolonie gerade über so eine Kaffeebohnenplantage hergefallen. Wenn sich Koffein überhaupt auf Ameisen auswirkt, ich glaube ja fast nicht. Oh, ich hab gleich verbindet. Ja. Komm, gehen wir mal voll in die 1000. Aber bei 1000 gibt es hier und da mal so einen Durchhänger. Dann geht mal kurz die Geschwindigkeit runter. Kommt dann immer drauf an, wie viel die Hardware gerade zur Verfügung stellt. Und jetzt müsste tatsächlich der Marder bald mal angreifen, weil irgendwann muss jetzt mal was passieren. Weil der sammelt halt immer mehr Truppen und mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann muss das ja mal tatsächlich vorangehen. Jetzt greift er mal an. Aber noch während, das könnte vielleicht auch sein Ende sein. Öfter an, während alle anderen sammeln. Vielleicht sogar, während dann der Türkise mal wieder angreift. Könnte böse nach hinten losgehen. Der Angriff wurde auf jeden Fall nichts. Das ist halt wirklich, wie gesagt, die Sache. Das wird erst gefährlich, wenn die Lanzenträger entweder mehr Pfeile aushalten oder aber die Truppen jetzt endlich mal viel mehr Truppen effektiv die Burg angreifen. Die Burg als Ganzes. Dieser Angriff könnte was werden. Oh. Vielleicht auch nicht, weil die sich jetzt gegenseitig... Ja... Man muss jetzt gerade mal unterscheiden, was ist hier eigentlich hellblau. Wurde das jetzt durch Pfeile zerstört? Auf jeden Fall hellblau und dunkelblau, also türkis und blau, haben gerade ihre Streitigkeiten, wer jetzt das Ding stürmen will. Die Ratte frisst sich hier wirklich komplett auf einen Gegner fest. Das ist jetzt egal, wie die Machtverhältnisse sind oder das Geld, glaube ich. Die wollen unbedingt einen haben immer. Ja, und dadurch haben es beide nicht geschafft. Wenn es direkt nacheinander gekommen, hätte es böse werden können. Aber so... hat das nicht so viel gebracht. Ja, man merkt schon, auf diese Weise dauert es länger. Das könnten wirklich zwei Folgen werden. Für die gehörnte Ratte. Ich hätte echt gern einen Mod für Total War Warhammer 2. Dass wenn die Skaven eine Diplomatie-Nachricht schicken, dann einfach kommt eine Nachricht der Ratte. Schauen wir uns mal das wirtschaftliche Wettrüsten an. Mir vor allem interessiert, ob es jetzt wirklich auch mehr wert. Vielleicht haben die auch eine Art Cap erreicht jetzt doch. Und das buggt gerade noch ein bisschen. Aber normalerweise müssten die auf gut... Jetzt haben wir knapp über 300. Geht das überhaupt höher? Weil gerade bei Lanzenträgern ist es halt schwierig herauszufinden. Weil das werden irgendwann wirklich Zahlen, wo 20 mehr oder weniger nicht so einen Unterschied machen. Ich muss das mal ein bisschen aktiver beobachten.
Aber das Frettchen geht beispielsweise schon über 320 hinaus. 330. 340. Ne? Wie viel erreicht er wohl? Knapp kurz vor 350 hat er angegriffen. Klar, die Patrouillen hier und da ein bisschen was Pi mal Daumen abziehen, aber das muss man allgemein mal ein bisschen... Aber auch das wird wieder nichts. Die hängen sich gerade auf. Mehr oder minder direkt. Ich lasse euch hängen. Ich lasse euch bängen. Nein. Wenn sich jetzt nämlich auf einer Angriffsstärke festgefressen hat und das nicht höher geht, wird es schwierig. Denn, ihr seht, die kommen oftmals ja durch mit, ja, das sind auch so um die 320. Die kommen ja oftmals durch mit dem Angriff, so ist es nicht, aber dann fehlt einfach die Reserve, dann fehlt die Resttruppen, um ordentlich den Rest durchzudrücken. Oh, da hat er schon wieder zugebaut, bevor er überhaupt angekommen ist. Jetzt sehen wir's. Nachher hängt sich das tatsächlich auf diesen 320 auf und wird einfach nicht mehr. Und das ist dann wirklich ein Problem. Da müsste ich den Patch nochmal rüberspielen, das ein bisschen erhöhen und hoffen, dass der Bug... Ich muss halt wirklich mit dem Bug ein bisschen spielen. Ne, 340. Es sind jetzt 20 mehr, wie es aussieht. 320 waren es, glaube ich, beim letzten Mal. Circa. Es wird noch mehr. Das heißt, wir haben die Entscheidung irgendwann. Klar, auch wenn am Anfang mehrere hundert draufgehen, um die Mauern zu stürmen, aber wenn genug Reserve da ist, um das dann wirklich ordentlich durchzudrücken, dann ist da was drin. Jetzt ist halt wirklich die Frage. Wird der Marder es schaffen, meinen passenden Konterangriff zu machen, wenn gerade irgendwas leer ist, oder wird der Marder auf lange Sicht einfach von den Zweien weggeflext? Ja, es wird noch mehr. Da ist jetzt bei 360. Jetzt müsste er angreifen. So ziemlich genau jetzt. Ah, danke. 75 sogar. Oh. Ja, das scheint aber wirtschaftlich ganz schön gut drauf zu sein. Zumindest hat er irgendwie mehr Reserven immer. Boah, die kommen da echt überhaupt nicht. Die kommen ja nicht mal mehr an der Mauer. Was, wie viele Bogenschützen hat er übrigens? Das ist der Wahnsinn. Ich bin echt über... Meine Frage an euch, sollten wir so ein Special nochmal mit den Schlangen machen? Wollen wir da vielleicht auch nicht lieber die Lanzenträger ein bisschen buffen? Ich meine, okay, beim Buff über die arabischen Schwertkämpfer kann man ja nachdenken, so sagen, okay, vielleicht macht das die dann ein bisschen zu stark, vielleicht werden dann die arabischen KIs allgemein zu stark, aber gerade bei den Lanzenträgern würde ich sagen, dass die ein bisschen mehr Pfeile aushalten, das kann man wirklich mit reinnehmen, weil die KIs sind eh nicht übermächtig. Ich meine, bei einem Saladin oder bei einem Emir kann ich mir vorstellen, dass die wirklich übel OP werden, wenn man den Buff für die arabischen Schwertkämpfer reinnimmt. Aber gerade bei Ratte, Schlange und Philipp würde ich sagen, sie werden dadurch ein Stück stärker, dass die Lanzenträger ein bisschen tougher werden, was Pfeilbeschuss angeht und auch Armbrustbeschuss ein bisschen. Aber sie werden längst nicht OP. Also, die werden halt einfach nur ein kleines bisschen gefährlich auch untereinander. Also mit Lanzenträger-Buff bin ich echt im Überlegen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu rein. Würde mich schwer interessieren. Auf die Weise wäre der Kampf wahrscheinlich schon längst vorbei. Seit Jahren. Also, in Stronghold-Verhältnissen ja schon seit Jahren. Wer ist der Nächste? Wer wird zuerst die 400 knacken? Ich glaube, das Frettchen wird sein. Oh, das Frettchen ist kurz davor, die 400 zu knacken. Und das nicht während dem Angriff hier. Wir können jetzt einen direkten Konterangriff machen. 380. Ah, jetzt hat er aber wieder was verloren. Vielleicht kommen die dann wieder gleichzeitig, oder? Na, das Frettchen ist schneller fertig. Was hat das Frettchen eigentlich? Der hat jetzt eigentlich eine Waffenproduktion weniger. Ich wüsste jetzt nicht, warum der wirtschaftlich stärker ist. Nee, das kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Ah, nee, da hat doch eine Sechste. Vielleicht doch jeder Sechste und ich habe bloß immer eins übersehen. Wahrscheinlich hat doch jede Ratte Sechs. Ach, deswegen vermehren die sich so schnell. Aber es reicht wohl nicht, oder? Nope.
Der baut auch immer schnell genug die Mauer nach. Ja. Ab irgendeinem Punkt wird es einfach nur noch unverhältnismäßig, was die Anzahl angeht. Und dann wird mal irgendeine KI gewinnen, vor allem wenn es eine unvorbereitete KI ohne Garnison erwischt, ohne großartige. Aber so könnte es noch ein bisschen dauern. Das größte Problem vom Marder ist, dass er nicht so häufig angreifen kann wie die anderen beiden, weil er eben am häufigsten unter Druck steht. Was ich hier an Waffen auch reingehen höre, ne? Kling, 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 kling. Wenn das Frettchen fast doppelt so schnell wächst wie jetzt eben der Marder, wird das irgendwann einfach nur eine zahlenmäßige Überlegenheit, die ihresgleichen sucht. Und wir speichern mal. Speichern. Wie sieht überhaupt der Ochsenjochen aus? Drei Ochsenjoche, das ist halbwegs anständig. Ich rechne aber auf die Distanz immer noch nicht. Da bräuchte ich schon fast noch einen vierten. Der Ochsenjoch ist gut ausgelastet. Und hier? Sogar vier Stück. Fünf. Ich habe eigentlich den Fix drin. Aber gut, so schlimm ist es jetzt eigentlich auch nicht. Weil es beeinflusst die Rate jetzt nicht, was die Menge angeht. Aber woran die? Es liegt, glaube ich, nicht daran, dass der Ochsen doch häufig zerstört wurde, oder? Eigentlich wurde der immer ziemlich in Ruhe gelassen. Glaube ich zumindest. Ah, das Frettchen kurz vor Angriffslaune. Vielleicht greifen Frettchen und Marder sogar. Jetzt wird es interessant, weil jetzt kommt fast alle Armeen gleichzeitig. Jetzt kommt er, dann dürfte das Frettchen fast soweit sein. Keine Sorge, ich beobachte scharf und sollte irgendwas Wichtiges passieren. Ja, das ist zum Beispiel wichtig gerade. Aber, boah Gott, wird er von der Zahl überrannt. Aber durch diesen Spaß muss er jetzt sich noch ein kleines bisschen sammeln. Aber er greift jetzt an. Der Türkise müsste jetzt gleich kommen. Geh hier, geh ich. Yep. Wenn der Marder noch am Vorbereiten ist. Das Ratte bräuchte einfach noch mehr Bogenschützen. Bogenschützen müssten ebenfalls ein bisschen hochskalieren. Wenn es nur ein bis zwei mehr sind pro Angriffswelle oder so. So, ja. Die werden einfach zerschossen, als gibt es keinen Morgen mehr. Das muss man halt auch wirklich sagen. Tatsächlich halten die Lanzenträger wirklich ein gutes Stück zu wenig aus, was Bogen angeht in Vanilla. Weil, denkt auch mal zurück, klar, es waren die ersten paar Missionen, aber trotzdem, selbst wenn man es auf sehr schwer spielt, sind die ersten paar Missionen kein Problem in Stronghold, bis man die Ratte besiegt hat. Einzige Problem, was auftritt, ist, wenn es zu viele Katapulte werden oder Bogenschützen, aber Lanzenträger sind nie das Problem eigentlich. Jetzt ist offen, jetzt kommen die Truppen, aber es sind nicht so viele über... Überrig. Und jetzt ist wieder zugebaut. Meh. Ja, sagt mal. Aber Kossa, was der an Reserven hat. Da gibt es seine Armee auf jeden Fall schnell wieder aufgebaut. Der Holzfäller, ne? Muss Baum vernichten. Dieser Baum hat meine Eltern auf den Gewissen. Er ist einfach auf sie draufgefallen. Ist dann einfach wieder hochgewachsen, ne? Ne, der lag schon immer so. Der Baum hat sich totgestellt. Ich hab's genau gesehen. Aber apropos Baum, es ist eine ziemliche Plage, die hier gerade wächst. Das ist ja Wahnsinn. Long. Ja, bitte, ich möchte den Holzfäller noch mit häufiger beobachten. Ich finde das so lustig irgendwie. Brrr. Weg. Weg. Was sagt das Rüstprogramm? Wenn das so weitergeht, dann sind die echt in der Moderne angekommen und machen noch so ein Weltraumwettrüsten. Welche Ratte zuerst auf dem Mond? Die erste Ratte auf dem Mond, ne? Mhm. Speichern.
Wir werden gleich einen Angriff wieder von Turquoise erleben. Wir haben den ersten, der über 400 ist. Das ist sogar er. So wie es aussieht. Na, Moment mal. Ich wollte schon gerade sagen, dreht er jetzt nach rechts ab? Nee, 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 hat einen leichten Fokus. Was im Übrigen auch eine interessante Idee für KI-Kämpfe wäre. Das wäre tatsächlich auf irgendeine Weise interessant. Das geht mir gerade so durch den Kopf spontan. Ich meine, es wäre ein interessantes neues Format, bei dem man auch noch nicht mal das Update bräuchte, dass hier alle KIs schön effektiv angreifen. Es ist viel eher so, man gestaltet einfach alle Burgen offen. Das heißt, jede Burg von jeder KI hat einen kleinen Zugang zur Burg, der offen, also wirklich etwas, das offen ist. Dass es nur darum geht, wer jetzt gerade mit der größeren Masse reindrückt und wer effektiv genug rausdrückt. Das könnte auch ganz interessant sein. Alle Burgen sind quasi offen gestaltet. Und es geht mehr quasi um Feldschlachten, wenn man es so will. Wäre eine gute Zwischenlösung als Überlegung. Oh, jetzt haben wir tatsächlich apropos Feldschlacht. Einfach überspült. Okay, ich glaube, das könnte... Wenn die Bogenschützen hier nicht abgeschossen werden, könnte es das für den gewesen sein. Der schafft es gerade nirgendwo durch, weil hier die paar Bogenschützen stehen, ne? Na, jetzt vielleicht. Oder immer noch nicht. Na doch, jetzt ist mal offen, aber ich glaube, die schaffen es nicht mehr restlich durch. Restlicht. Oh, da kommt doch... Ich glaube, das könnte jetzt mal werden. Himmel, das hat aber auch gedauert. Oh, der Angriff ist gemein. Warum kommt der jetzt schon? Oh. Eine Nachricht der Ratte. Ich glaube, kann sein, dass die KIs darauf reagieren, wenn jetzt bei einer anderen KI die Burg offen ist, dass sie dann früher angreifen, dass sie sagen, okay, bei dem ist gerade so schön offen, da möchte ich auch mal gerne mitmachen. Eine Nachricht der Ratte. Die Welt steht mir offen und ihr seid mir im Weg. Wer wird's werden? Das Frettchen oder Mr. Türkis? Ich weige mich, den Namen auszusprechen. Ich mach's eh falsch. Welche Ratte hat eigentlich mehr Angriffsfläche? Ich würde schon fast sagen, das Frettchen. Kommt mir zumindest so vor. Kann auch sein, dass es eine optische Täuschung ist. Uiuiui, der hat aber echt Truppen. Das werden schon bald 500. Und der hat jetzt auch nicht sehr viele Bogenschützen da. Da hat echt wenig Bogenschützenverteidigung. Es sei denn, hier sind ganz viele gestapelt und ich sehe es nicht richtig. Mit seinem gewaltigen Heer aus Lanzenträgern verbreitet er Angst und Schrecken. Und da es ein französischer Name ist, eigentlich eher verbreitet er Angst und Schnecken. Oh, ja, das könnte halbwegs erfolgreich werden, wenn er jetzt alles reinschickt, effektiv genug. Und jetzt, ah, jetzt ist wieder zu. Nein, das hat's werden können. Aber jetzt ist er wieder durch und... Ja, ich glaube, der schafft's. Der Türkise gewinnt. Gerade der, den ich am wenigsten aussprechen kann von allen. Erwarte keine Siegerehrung von mir. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Mal gucken, was die Statistiken am Ende sagen. Eine Nachricht der Ratte. Distanziert, jetzt tanzt er nackt auf dem Tisch. Mit neben Günther, ne? Ja. Getötete Truppen der Marder. Ja gut, der war in Dauerdefensive. Der hat einfach mal fast 10.000 Leute weggemeuchelt. Wenigstens. Kammenberg schon wieder als erster abgenippelt. Das ist Wahnsinn. Der hat irgendwie einen Fluch. Das erste Testmatch hat er ganz glorreich gewonnen. Und jetzt ist er wirklich, jetzt hat er den John Bean-Fluch. Jetzt hat er meine Rolle übernommen, wo ich immer von Löwen gemeuchelt wurde. 2 Kills, 1 Kill. Die meisten Ratten haben den Kill bekommen. 5, ja.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf der acht Ratten haben mindestens einen Kill. Oh, Holz hat er richtig viel bekommen. Und Steine. Da merkt man, dass das mit den Steinen richtig gut hingehauen hat bei ihm. Der Steinbruch war echt gut besucht bei ihm. Okay. Interessant. Okay, das Frettchen hatte gar keine höhere Bevölkerung. Der hat ein Haus weniger gehabt. Also unterscheiden die Bogen sich doch ein bisschen noch untereinander. Erstellte Truppen. Ja. Da merkt man, welche drei KIs bis zum Schluss überlebt haben, ne? Die haben die 1000 nicht geknackt. Okay, das wär's gewesen. Ich glaube, das wird sogar ein Zweiparter mit dem zweiten Teil. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten KI-Kampf. Schreibt Vorschläge rein, was wollt ihr sehen? Vielleicht 8x Schlange. Wenn wir 8x Schlange machen wollen, wollen wir den Lanzentrigger-Buff mit reinnehmen. Oder was habt ihr sonst noch für Vorschläge? So irgendwelche anderen Sachen, wie beispielsweise jetzt hier 3 Schlangen gegen 2x Marshall gegen 3x Philipp oder solche Späße. Wir können jetzt auch 3 verschiedene Teams machen, je nach Karte. Wir könnten auch die eine meiner Lieblingsmaps nehmen. Wie hießen die nochmal? Ach, wie hieß die nochmal? Weißt du was? Gucken wir jetzt mal eben schnell nach. Ein guter Freund hieß das, glaube ich. Diese Karte, wo man zu 6 ist insgesamt und man startet in 2er Teams. La 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 la. Ja, ich weiß. Ich habe sehr viele KI-Kampf-Varianten. Ein guter Freund? Ich glaube, sie ist ein guter Freund, oder? Jetzt sind wir bei den 6 Spielerkarten. Die Karte wurde ja sogar für Crusader 2 remastert. Ein wahrer Freund hieß es. Die Karte wurde sogar für Crusader 2 remastert, weil die sehr gerne gespielt wurde. Die könnten wir auch machen. Da könnten wir 3 Zweierteams machen. Oder aber wir gucken uns eine Karte an. Schwierig wird's, wenn wir 4 Zweierteams haben wollen, weil da gibt es, glaube ich, wenige Karten, die sich tatsächlich wirklich anbieten. Der Fluss können wir für irgendeinen Spaß mal machen. Das hier bietet sich mit 2 Viererteams an. Dann haben wir die ganzen ausgeglichenen Karten. Das Ding, schwierig. Da könnten wir 3 Teams machen. Ein Dreierteam, noch ein Dreierteam und ein Zweierteam. Bei den felsigen Klippen. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, zu eurer Aufstellung, die ihr machen wollt, die Karte dazu schreiben. Habt 8 habe ich auch mal ein bisschen rumprobiert. Da, vor allem die Karten, die KIs in der Mitte schießen sich halt gegenseitig über den Haufen. Es sei denn, man macht, dass die 4 in der Mitte verbündet sind gegen die äußeren. Aber selbst da, die Abstände sind halt leider nicht sehr hoch. Das wäre auch mit 3er-Teams. Also mit 3 Teams aus 3-3-2. Wäre auch eine Idee. Da könnten wir 3 mittelstarke nehmen. 3 schwache bis mittelstarke und hier 2 starke rein oder so. Da könnte man vielleicht über die 4 Zweierteams nachdenken. 2-2-2-2, aber das wird auch schwierig. Es gibt keine richtige Karte, die sich für 4 Zweierteams anbietet. Da müsste man fast eine neue erstellen für. Das hier wäre auch eine gute Karte für 2 Viererteams eigentlich. Die Karte habe ich ziemlich häufig gespielt, weil da die Abstände ein bisschen höher sind. Also hier häufig laufen lassen. Ansonsten. Ein Zweierteam, ein Zweierteam, ein Zweierteam. Und der in der Mitte zusammen mit dem da oben in dem dritten Team. Man könnte auch so einen Spaß machen, dass hier oben ein Wolf ist. Ja, man könnte so einen Spaß machen. Das ist ein Zweierteam, das ist ein Zweierteam, das ist ein Zweierteam. Der ist alleine und hier oben ist noch ein einsamer Wolf oder so. Als King of the Hill. Wäre auch eine Idee. Also, es gäbe einige spaßige Konstellationen, glaube ich, die sich da machen ließen. Ja, das ist natürlich... Da könnten wir auch so einen Spaß machen. 2 richtig starke gegen viele schwache. Ist auch eine Idee. Bei Battlefield. Ah, da haben wir doch eine Karte für 4 Zweier-Teams. Stimmt, die gab es auch noch. Aber ich glaube, da haben die KIs nicht sehr viel Platz, oder? Nur mal so aus Spaß reingucken eben. Na, es würde nur... Würde nur funktionieren, wenn auch große KIs nur ganz kleine Burgen bauen würden. Da haben wir Platzprobleme, große. Aber alter Falter, was da in der Mitte wohl abgeht. Also in der Mitte gibt es ein übelstes Schlachtfeld. Vor allem, weil da die ganzen... Ach, das sind auch die ganzen Farmen. Ja, mit 2... Das würde nur mit sehr kleinen KIs... Guckt mal, wie die Ratten sich auch gegenseitig einbauen. Klar, wenn die dann in Teams sind, sieht es anders aus. Du willst den persönlich meucheln, ey. What the? Haha, Lose. Gut, dann mutig wie sonst was, aber ja. Bitte nicht.
Wut und Dummheit und so. Wie gesagt, es ist nicht genug Platz, dass sich große KIs richtig gut ausbauen können. Es sei denn, man nimmt für jede die kleinste Burg, die möglich ist. Dann könnte es funktionieren. Ansonsten bauen die sich wahrscheinlich ineinander rein, wie schon die zwei Ratten hier. Eine Überlegung wäre es aber durchaus wert. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh, bitte nicht. Aber wenn das mal funktioniert mit den Teams, wenn man die richtigen KIs ausgewählt hat, Himmelherrgott, wird es hier in der Mitte wahrscheinlich abgehen. Dann gibt es nur noch die Ultraschlacht dort. Das Heftige ist halt tatsächlich, die KIs kommen aber auch nicht wirklich dazu, Ressourcen zu machen, weil in der Mitte ständig gebettelt wird. Da wird sich ziemlich schnell ein dominantes Team herausstellen, was es schafft, sich die Ressourcen in der Mitte zu sichern, die Farmländer und vor allem auch die Steinbrüche. Das müsste man fast als Deathmatch spielen mit 40.000 Gold statt Gold. Weil ansonsten ist es viel zu schnell offensichtlich, dass jetzt ein Team total unterliegt, weil einfach keine Ressourcen reinkommen für die. Aber gut. Wollte ich mir nur kurz angucken. Ihr möchtet. Wir haben auf jeden Fall eine große Auswahl. Das wäre auch ein super 4 gegen 4 Karte. Da könnte man auch was draus machen. Da könnte man 2 gegen 4 gegen 2 Einzelne machen. 3 gegen 2 gegen 3, obwohl die schon ziemlich nah aneinander sind bei der Zielscheibe. Die gute alte Zielscheibe, die war auch immer toll. Und das wär's mit den Achterkarten. Ihr habt jetzt mal so gesehen, was so zur Verfügung steht. Ihr könnt mal, man kann mir natürlich auch gerne Karten zuschicken. Ihr könnt mal selbst welche erstellen, wenn ihr relativ gut darin seid. Und mal gucken, was ihr da so machen könnt. Und dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei weiteren KI-Kämpfen, je nachdem. Und vielleicht sogar mal ein KI-Kommando irgendwann, je nachdem, wie man das mal so macht, mit der coolen Idee, dass man mit der KI-Koop spielen kann. Dass man zumindest eine KI aktiv übernehmen kann. Muss nicht alle. Natürlich noch cooler wäre es, wenn man tatsächlich vom gesamten Team, wenn man von allen KIs die Militäreinheiten steuern könnte oder so. Dass man sagt, okay, die KIs kümmern sich darum, die Truppen zu stellen. Oder ich mache den Angriff manuell oder so. Wäre auch ganz lustig irgendwie. Das hätte schon fast ein eigenes... Ein eigenes hier... Na, ich komme jetzt gerade nicht hier aufs... Also einen eigenen Wettbewerbsflair. Von wegen hier Richard gegen Richard oder Richard gegen Wolf oder so. Und man darf nur die Truppen einsetzen, die jetzt hier zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten darf man sich nicht einmischen bei der KI. Und man muss nur die Truppen so gut verwalten, wie es geht. Und am besten nur die Angriffstruppen, weil die Patrouillen sind wieder eine andere Geschichte. Obwohl, dann ist es beim Marschall blöd, weil bei Marschall ist ja gerade lustig, wenn man die ganzen Ritterhorden steuern kann. Boah, gerade wegen Marschall stelle ich mir echt vor, wie die meisten wahrscheinlich Marschall nehmen. Oder Vasier wegen seinem berittenen Bogenschützen. Aber es hätte schon wirklich seinen eigenen Wettbewerbsflair, quasi. Kompetitiv, das war das Wort, was ich gesucht habe. Seinen eigenen kompetitiven... Da könnte man schon fast ein eigenes Turnier draus machen, ey. Aber schön. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt eure Vorschläge rein, sowohl zum KI-Kampf als auch zur Karte, als auch zu eventuellen zusätzlichen Regeln. Und wir sehen uns beim nächsten KI-Kampf.